Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich möchte euch heute einen Rauschgenerator vorstellen. Mit dem Rauschgenerator kann man doch Bandbreiten zum Beispiel eines Bandpasses oder irgendeines anderen Filters recht gut darstellen auf dem Spektrumanalyzer. Und ich hatte diesen Rauschgenerator immer im Einsatz mit SDR, also mit Digital Radio, und das hat ganz gut funktioniert. In der Zwischenzeit konnte ich mir einen Sigland zu Spektrumanalyzer zulegen, und der hatte mal in einem Sonderangebot den Tracking Generator mit eingebaut zum selben Preis, und so kann ich jetzt ganz gut vergleichen Rauschgenerator versus Tracking Generator. Der Rauschgenerator, den ich hier habe, bekommt man auf eBay für 10, 12 bis 15 Dollar, je nach Ausführung. Es gibt sie auch in einem wunderschönen Acrylgehäuse. Ich würde das nicht unbedingt empfehlen. Ich habe hier nur das Board. Das Ding wird außerordentlich heiß. Die Spezifikation sagt zwar, man soll bei 12 Volt speisen. Das habe ich hier gemacht. Ich mache hier die 12 Volt. Aber Sie sehen selber, also der konsumiert 2,8 Watt. Das ist doch eine recht anständige Leistung. 0,2 Ampere, und das Ding wird außerordentlich heiß, also man sollte das nicht unbedingt noch in ein Gehäuse bauen, sonst könnten da die einzelnen Teile leiden. Vielleicht noch zum zum Rauschgenerator. Der Rauschgenerator sollte nicht unbedingt als Ersatz für einen Tracking Generator eingesetzt werden. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Der Tracking Generator ist selektiv über das ganze Band, und der Rauschgenerator, der berauscht eben über die ganze Bandbreite, die er abgibt. Und das ist doch nicht ganz dasselbe. Muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil der könnte sonst den Eingang des Spektrumanalyzers recht rasch übersteuern. Also Vorsicht, die ganze Power dieses Rauschgenerators ist auf einmal eigentlich vorhanden. Was auch noch ist, ist, wenn, ich gehe mal auf den Spektrumanalyzer, es ist so, dass wenn die Bandbreite, die Resolution, also die Bandbreite des Spektrumanalyzers angepasst wird, verändert sich auch das Verhalten des Rauschgenerators. Also eine andere Bandbreite, wenn ich die hier anders einstelle, zum Beispiel ich gehe jetzt auf 10 kHz, dann verändert sich auch die ganze Kurve. Das hängt eben damit zusammen, weil eben immer die gesamte Power über die ganze Bandbreite verteilt wird. Man sieht das hier sehr schön, dass das eine neue Kurve gibt. Sobald ich die Resolution Band White, zum Beispiel jetzt 10 kHz, verändert habe. Oder wenn ich jetzt eben höher gehe, irgendwie auf 300 kHz, haben wir noch einmal 3 MHz, haben wir noch einmal eine völlig andere Kurve. Also das, da sollte man nicht in diese Falle hineintappen und das immer berücksichtigen, wenn man irgendwelche Messungen macht. Man sieht hier auch ziemlich deutlich, dass natürlich so ein Rauschgenerator nicht unbedingt sehr konstant ist, sondern der Abfall über die ganze Bandbreite hier von 0 bis 3,2 GHz ist doch im oberen Bereich recht stark. Brauchbar vielleicht bis die ersten zwei Häuschen, das sind etwa 600 MHz. Vielleicht, wenn man da den Marker hier zum Beispiel bis hierher irgendwie noch legt, kann man auch sagen, okay, 1 GHz ist okay. Darüber sollte man doch vorsichtig sein, doch der Abfall ist doch relativ groß. Aber für einen Bandpass bei 10 MHz zu prüfen, ist das eben überhaupt kein Problem. Jetzt zum Vergleich, der Tracking Generator. Ja, schauen wir hier auf den Spektrumanalyzer. Man sieht hier zwei Kurven. Ich vergleiche mal den Noise-Generator, der Rauschgenerator, der ist hier. Man sieht natürlich schon, dass der relativ stark abfällt. Nicht zu vergessen noch einmal, die Resolution Bandbreite oder Videobandbreite, beides beeinflusst diese Kurve sehr stark. Oben der Tracking Generator.
nochmals zur Wiederholung, das ist eine selektive Anpassung und das ist halt eine globale Rausch, ein globales Spektrum, das man hier komplett sieht. Also die ganze Power des Rauschgenerators geht in den Spektrumanalyser. Also Vorsicht beim Eingang, man könnte den auch sogar ein bisschen ruinieren. Was ich jetzt gemacht habe, ist auf dem gleichen Spektrumanalyser. Ich habe die beiden Kurven stehen gelassen. Jetzt habe ich noch ein 10 MHz Bandpass eingeschlauft. Und hier sieht man schön die beiden Kurven. Die grüne Kurve ist die des Tracking Generators. Und die blaue Kurve ist die des Noise Generators. Also, wenn man im unteren Bereich, ich würde mal sagen hier bis wahrscheinlich etwa 1 GHz, die Bandbreite eines Filters, sei dies 10 MHz oder andere im Hemmbereich angesiedelten Filter, Bandpass oder Hochpass oder Tiefpass, kann man das ausgezeichnet machen mit einem Rauschgenerator in der Preisklasse von 10 bis 15 Dollar und man braucht keinen Tracking Generator, wenn man nicht das Glück hat, dass der mal bei einer Sonderaktion mitgeliefert wurde. Das für den kurzen Blick ins Labor. Schönen Dank und bis bald.